Ja, also ich schaue mir gerade hier den neuen Subaru WRX STI an. Für mich ist es ein alter Bekannter, weil ich selber zwei Stück schon besaß, aus der ersten Generation noch. Der Subaru WRX STI war noch nie unauffällig. Es fängt hier hinten mit dem großen Heckspoiler an und hört vorne an dieser Lufthutze hier auf. Die Lufthutze ist keine Dekoration, wie man denken mag, sondern hat eine Funktion. Hier unter der Haube befindet sich ein großer Ladeluftkühler. Die Lufthutze dient natürlich dazu, dass der Ladeluftkühler frische Luft bekommt. Nun lassen wir das Biest mal aufatmen und gucken, was das Ding so auf der Straße kann. Der weltgrößte Hersteller von allradgetriebenen Pkw, Subaru, ist vor allem durch Siege in der World Rally Championship, kurz WRC, bekannt. 1995 gelang zum Beispiel der erste Sieg durch Fahrer Colin McRae mit einem Subaru Impreza 555. Unser allradangetriebener Testwagen stammt aus der vierten Generation und trägt den Namen WRX STI. Was mir besonders gut gefällt beim neuen STI ist die Lenkung. Die Lenkung gibt dem Fahrer wirklich absolutes Feedback von der Straße. Es ist ungewohnt vielleicht in ein anderes Auto dann einzusteigen, wo die Lenkung halt viel leichter ist als bei dem hier. Aber dafür ist die Lenkung unglaublich direkt. Ein 2,5 Liter Boxer Turbo Motor leistet 221 kW. Die Beschleunigung von 0 auf 100 schafft der Rallye-Japaner in gerade einmal 5,2 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei elektronisch abgeregelten 255 km/h. Fahrspaß steht im Vordergrund im neuen STI. Der 2,5 Liter Boxer Motor erzeugt wirklich eine Wahnsinnskraft. Der Motor hat ein Drehmoment von 407 Newtonmetern bei 4000 Umdrehungen pro Minute. Grund hierfür ist der große Turbolader, der den Japaner mit ordentlich Druck nach vorne treibt. Auch optisch zeigt sich der Subaru sportlich. STI, kurz für Subaru Technica International, ist der hauseigene Tuner von Subaru. LED-Scheinwerfer sind Serie, ebenso die schwarzen 18 Zoll Leichtmetallfelgen. Der große Heckflügel fällt sofort ins Auge und lässt schon aus der Ferne erahnen, dass mit diesem Monster nicht zu spaßen ist. Eine dritte Bremsleuchte ist in den Diffusor integriert. Der Subaru WRX STI ist eine echte Fahrmaschine. Ein Rallye-Fahrzeug für die Straße. Aber was ich auch sehr schön an dem Wagen finde, ist der Kofferraum. Hier im Kofferraum ist so viel Platz, dass man wirklich entspannt mit der Familie stilecht an einem Rallye-Wochenende teilnehmen kann. Apropos Rallye-Wochenende. Dort kann man die Rennversion des WRX in ihrem Element erleben. Doch auch auf der Landstraße zeigt der Rallye Subaru seine Qualitäten. Technisch gesehen hat sich im neuen WRX STI im Gegensatz zur ersten Generation nicht viel geändert. Ich habe auch hier weiterhin die Möglichkeit, die Kraftübertragung bzw. das Differential per Knopfdruck hier umzustellen. Dies ging auch 1994 schon in der ersten Generation, aber ist heutzutage immer noch ein nettes Feature. Das Preis-Leistungs-Verhältnis macht die Konkurrenz Subaru nicht so schnell nach. Das Fahrzeug in der von uns getesteten Sportausstattungslinie kostet 46.350 Euro in Deutschland und bietet unter anderem einen automatisch abblendenden Innenspiegel, Totwinkel- und Spurwechselassistent sowie Regensensor. Im Interieur erhält man zum Beispiel ein Audiosystem von Harman Kardon, eine Rückfahrkamera, Sitzheizung und ein Navigationssystem.